Wir wollen uns heute einem Thema widmen, was in unserer Gesellschaft sehr aktuell ist und die Verhältnisse in Polen aufleuchtet und sie dramatisch vor Augen führt. Wie tatsächlich die Entwicklung der polnischen Wirtschaft in einem Segment, einem Geschäftssegment der Unternehmensgruppe Żabka in Widerspiegelung sich vorträgt. Genau, das sind so Abläufe, die praktisch in nie gehabter Form Umsatz finden. Wahrscheinlich, wir mutmaßen, die politische Hand irgendwo auf dem ganzen Segment liegt oder auf dem ganzen Geschäftszweig und Vorschubstellung bietet. Es geht um die Unternehmensgruppe Żabka. Auf eine Reportage von Jan Spiewak vom Institut für Soziologie möchte ich noch gerne zurückkommen. Zum Schluss habe ich noch in polnischer Sprache als Quercode das Ganze nochmal eingefügt, damit man in Widerspiegelung sieht, wie da die trägt eine Dame, die selbst 5 Jahre als Franchiserin im Unternehmen Żabka tätig war, wie da die Täuschung ausschaut. Man würde in Deutschland sagen Nepper, Schlepper und Bauernfänger. Mit dieser Reportage möchte ich Menschen sensibilisieren, damit Menschen aus allen Berufsschichten ein Auge drauf werfen und nicht zulassen, dass eine Unternehmensgruppe aus Amerika, eine finanzielle, eine Investorgruppe. Ich schaue nochmal drauf, welche Investorgruppe. Wir sprechen, glaube ich, über die C, genau CNC. Es müsste CWG sein. Genau. Das ist die CVC-Gruppe aus Amerika, welche durch das Geschäftsmodell, wir sprechen von einem Unternehmen, welches mit 9000 Filialen landesweit in Polen abgedeckt ist, wo immer wieder neue Franchise-Nehmer praktisch zur Franchise Menschen hingeführt werden. Es hat einen ähnlichen Charakter wie das Schneeballsystem. Bringst du einen Menschen rein, kriegst du umgerechnet, also 10.000 Zloty, das wäre umgerechnet 2.000 auf dem heutigen Stand, aus dem heutigen Wechselkurs betrachtet, aus dem Stand heraus 2.300 Euro würde man bekommen, wenn man da sich einbringt. Inwieweit das legitim ist, möchten wir uns jetzt nicht widmen, aber es zeigt ein Abbild. Es gab früher Drückerkolonnen in Deutschland und hier haben wir ähnliche Verhaltensmuster. Bringst du jemanden, du musst Mitglied sein, Schneeballsystem ähnlich, bringst du jemanden, bekommst du Geld. Hast du finanzielle Sorgen, bekommst du auch Geld. Aber wo liegt der Haken? Der Haken liegt, dass Menschen durch falsche Versprechen geworben werden. Zum einen das Steuermodell, zum anderen das Steuermodell, da widmen wir uns gesondert der Sache nochmal zu. Und zeigen, wie eine Art Umverlagerung der Steuern von einem, also vom von der Unternehmensgruppe Żabka auf die Franchiser, die in Wirklichkeit arme Schweine sind, die mit welchen Versprechen sie gelockt werden und wie sie dem Steuermodell verfallen, also was in Wirklichkeit passiert. Es wird halt methodisch schön geworben im geschäftlichen Sinne. Man verspricht einfachen Arbeitern, meistens sind es Arbeiter, die mal bei Żabka tätig waren, man verspricht ihnen das Blaue vom Himmel. Man sagt, guter Mensch, du kannst hier sich entwickeln, mit uns wachsen, mit uns dich, sag ich mal, irgendwo als Geschäftsmann profilieren. Du wirst ein Mehrgeld haben, viel mehr Geld, als du derzeit hast.
Und die Menschen glauben dran. Die Menschen denken sich, ja klar, das ist schön und gut. In Wirklichkeit aber, ich habe das durchgerechnet, die ersten Monate verbringen sie bis zu 17 Stunden. Das heißt von 6 Uhr bis 22 Uhr, 23 Uhr im Laden. 16, 17, 18 Stunden. Was wiederum bei 6.000 Zloty, wo man rauskommt, vielleicht rauskommt, das ist nicht gesagt. Weil die Menschen sind erstens mal nicht mal vorbereitet auf die Geschäftstätigkeit. Die haben nur die Gier vor Augen. Ja, du wirst reich sein, du wirst viel haben, du wirst wohlhabend sein. Und das blendet. Sonntagsarbeit gehört auch nochmal in den Begriff rein. Da kommen wir auch nochmal zurück. Es blendet, sicherlich. Der Stundenlohn, auf was ich noch besonders Auge legen möchte, entspricht einem Sklavenlohn. Ich habe es durchgerechnet auf den heutigen Wechselkurs, 0,67 Cent die Stunde. Da würde keiner in Deutschland mal aufstehen. Davon wird weniger gesagt als getan. Der Amerikaner, was bringt der Amerikaner? Ist er dem Russen gleichzusetzen? Er schöpft nur Polen aus. Und natürlich, die Wohlhabenden ist einmal die politische Seite, die vielleicht die schützende Hand drauflegt, und natürlich die Unternehmer aus Amerika, die Investorgruppe. Die immer, man gibt so gesehen dem einfachen Arbeiter ein volles Ladengeschäft, er übernimmt den Ladengeschäft mitsamt Inventar. Bedeutet, er ist haftend. Das Ganze gehört ihm. Es wird zwar gesagt, bring nicht alles gleich nach Deutschland raus, obwohl er es rausbringen hätte können. Man braucht einen polnischen Bürgen. Im Fall dessen sollte was schieflaufen, geht man einmal an den polnischen ran. Mittlerweile werden auch Ukrainer geworben. Und Ukrainer denken sich, klar, 10.000 Leute, da habe ich 2.500, da kann ich ein paar Leute wieder anwerben. Und so entwickelt sich das Pyramidensystem. Gut, wie sieht der Ablauf aus? Die Leute arbeiten bis zu 17 Stunden am Tag, die erste Zeit und die weitere Zeit auch. Żabka hat immer wieder neue Produkte. Man überlegt sich das einmal mit 2%, mit 2% auf die schnell verderblichen Lebensmittel bekommt man, sage ich Ihnen gleich, ich habe mir das alles nochmal niedergeschrieben. Bekommt man eine, sage ich mal, hat man Regress so gesehen, man bekommt die 2% rabattiert. Aber man überlegt sich mal, wie werden die neuen in der Kette, neu eingepflegten Lebensmittel überhaupt verkauft? Da ist noch nicht besonders viel da gibt es nicht so viel Erfahrungswerte. Man nimmt so gesehen neue Lebensmittel auf und weiß nicht, wird man sie los oder nicht. Man bekommt aber nur 2% generiert. Also mit 2% speist man die Leute ab und die Leute glauben, das ist toll, das hat eine Zukunft. In Wirklichkeit verfallen sie dem. Da entsteht schon die erste Lücke. Das Schlimmste aber, man sieht es bei Żabka, kauft 2 Produkte, kauft 3 Produkte. Die Leute werden damit gelockt, dass sie etwas unter dem Preis kaufen. Jetzt kauft der Franchise-Nehmer, also jemand, der im Namen der Unternehmensgruppe auf seinen eigenen Namen als Einzelunternehmer tätig ist, kauft für 5 Euro oder Zloty was auf, zahlt davon die Steuern. Jetzt hat ihn diktiert die Unternehmensgruppe Żabka demjenigen vor, er soll es aber für 3 Zlotys bei 2 Produkten verkaufen. 2 Zlotys, für 2 Zlotys mehr hat er mehr Steuern bezahlt. Żabka sagt neuerdings, kein Problem, wir erstatten dir den Verlust. Aber die Steuern, die erstattet keiner. So gesehen ist es ein Steuerverlagerungsmodell. Die Steuern werden auf den Franchise-Nehmer übersetzt. Die Leute verstehen das nicht. Die meisten denken sich, ja, hier, ja, du kannst dir eine Wohnung nehmen auf Kosten der Firma. Die kannst du auch bezahlen, sagt das polnische Unternehmen. Ha, um ein großes Büro zu nehmen, auf Firmen, als Firmenbasis. Erstens mal, die Leute sind überhaupt nicht mal
vorbereitet. Da gibt es Kadrova, Personalabteilung, die man zukauft, die für 80 Leute da die Formalitäten mit Aufnahme von Arbeit und so weiter abwickelt. Zum einen hat man die Dame und zum anderen die Steuerberater. Meistens sind Steuerberater, sind mit einer Schabka schon überlastet. Die kennen sich mit dem Schabka an sich nicht aus, mit dem Schabka-Modell. Oder können dann sich nicht irgendwie großartig auch was zusagen, weil es sind neue Menschen, die sich auf Schabka mehr oder weniger einstellen, damit sie zu etwas Geld kommen. Also neu ausgebildete Menschen. Damit hat man schon einmal die Hürde. Wie soll es gehen, dass man gleich, da muss der Umsatz auch entsprechend passen, dass man als ein großes Büro aufnehmen kann und diese Wohnung auch als Bürogegenstand nutzen darf. Das sind Parallelen, die sind nicht zumutbar. Und mit solchen Werbeversprechen werden die neuen Franchise-Nehmer gelockt. Du kannst Auto absetzen, da muss das Auto auch als Betriebskapital eingepflegt sein, damit man die Benzinkosten absetzen kann, 70 zu 30. Je nach Fahrtlage, also wie man haben möchte. Aber da werden auch Grenzen eingesetzt. Davon wird auch nicht gesprochen. Also Grenzen, man kann nicht im Übermaß das Ganze ausschöpfen. Man muss das auch erklären können. Darüber wird nicht gesprochen. Die Leute sind einprogrammiert, sind eingestellt. Wohlstand. Obwohl sie selbst, ich möchte nachher auch über eine Dame berichten, mit der ich eine Beziehung hatte. Und obwohl sie 5 Jahre tätig war, in einem Unternehmen in Breslau, zentral gelegen, an der Dominikaner Arkaden, hat sie es nicht verstanden, dass tatsächlich da kein finanzieller Erfolg zu sehen ist. Die Leute glauben einfach das, was sie wollen. Bei Jan Spewak erzählt die Dame auch, wie mit ihr verfahren wurde. Sie hatte dreimal mehr, also nach dem Steuersatz hat sie dreimal mehr Einnahmen, als sie die tatsächlich hatte. Dreimal mehr. Überlegt sich das einmal. Da wird getäuscht. Gelogen. Die Leute wenden sich an die Staatsanwaltschaft. Die Leute wenden sich an den Ministerrat. Nichts passiert. Die Regierung in Polen setzt das Ganze nach ihrem Maßstab ein. Also Vorteilnahme im Amt, würde man in Deutschland sagen. Oder wir erinnern uns an Friedrich Merz, wie der mit der Sache verfahren hat oder mit ihm verfahren wurde, trotzdem sitzt er ganz vorne. Warum ich das mache und warum ich die Menschen sensibilisieren möchte, damit andere nicht in diese Fangfalle reinfallen. Damit man überall an jeder Ecke vielleicht einen Quercode platzieren kann, damit Menschen sehen, das ist Betrug. Wir wollen keinen Betrug haben in unserem Leben, in unserem Geschehen, in unserer Zivilisation, in unserer Soziallage. Die Jugend verfällt leicht. Man gibt ihnen einen vollen Laden, klar. Er hat schon gleich Schulden für 10.000. 10.000, 12.000, je nach Marktlage oder nach Marktbeschaffenheit, nach Geschäftsplatz, nach Geschäftsstruktur. Dann kommt noch Alkohol hinzu. Man muss nur 5.000 Leute einbringen, das ist nichts für Kasse, Einkauf der Kasse, da muss man die Zertifikate für Alkohol und so weiter nehmen. Man bekommt Sanktionen vom Unternehmen, man wird immer wieder sanktioniert. Sobald man nach 3 Monaten ein bisschen aufgewachsen ist, aufgepäppelt, wird man weiter dann unter Druck gesetzt. Ausschöpfen. Man nimmt die Menschen hungrig aus. Ausnehmen, ausbeuten, bis zum Letzten. Die Beziehungen scheitern dran. Klar, wenn jemand 17, 18 Stunden im Geschäft ist, ist er erschöpft. 1 Stunde Hinfahrt, 1 Stunde Rückfahrt. Ob man ein Fahrzeug hat oder nicht, ist die andere Frage. Und die Leute glauben, klar, wir werden reich sein. Man erzählt ihnen nicht, dass man andere Ausgaben hat, wie Müllabfuhr, Beitrag für den Laden und so weiter. Ein Teil wird ausgesprochen, der andere Teil wird verschwiegen. Es wird immer was zurückgehalten. Es wäre gut, wenn man an jeder Ecke einen Flyer, einen Quercode draufklebt und sagt, das und das geschieht, damit die Jugend davon abgehalten wird und nicht in Falle läuft, in Schuld kommt. Weil hier hat man 10.000, der andere Bürger haftet ja auch mit. So gesehen sind 2 Schuldner schon für das Unternehmen gewachsen. Die Unternehmen kaufen zum Beispiel den Energy Drink für 2,40 Euro, sagen, verkaufen für 2,60 Euro, das sind drakonische Preise.
für welche die Preise so gesehen an die Franchisenehmer übersetzt werden. Und jetzt, wenn er für 2,30 verkaufen muss und die Steuern von für 2 Slots verkaufen muss und die Steuern für 2,40 bezahlt hat, klar, der macht da Verlust. Er macht ein klares Verlustgeschäft. Nepper, Schlepper und Bauernfänger. Und die Leute glauben dran. Das ist traurig zu sehen, wie unterentwickelt manche Menschen sind. Die Dame, die ich hatte, stammte aus der Ukraine. 2 höhere Schulbildungen, einmal in der Ukraine, einmal in Polen. Und dabei sieht man das Merkmal der Gier. Die Menschen außen vor stellen. Wichtig ist, ich will an mein Ziel. Auch über Leichen, obwohl das Ziel im Graben endet. Man kommt da nicht weiter. Man kann nicht etwas gewinnen, wo man immer wieder ausgeschöpft wird. Das sind so Erlebnisse, die man wiedergibt und in der Hoffnung, dass manch einer das verstehen mag. Viele werden es verstehen wollen, denn auch wenn man an Unverständnis stößt und manch einer glauben will, dass das Auto weiterfahren kann ohne 2 Reifen, kommt man von dem absurden Gedanken nicht weg, dass es nicht gehen kann, der Logik nach. Es kann eine gewisse Zeit laufen, zerschossene Reifen, man sieht es manchmal in einem amerikanischen Film, dass man auf Steilfelgen weiterrollt, aber wie ist der Komfort der Fahrt und dergleichen. Das sind halt so Erlebnisse, die ich Ihnen vorbringen möchte. Das zeigt ein Bild von Polen und der gesetzlichen Struktur. Auch die Sonntagsarbeit ist ein Fall, wo man vielleicht besondere Widmung dem schenken sollte. Sonntagsarbeit ist beim Żabka-Unternehmen eine Pflicht für einen Franchisenehmer. Er persönlich sollte oder soll dort am Laden verkaufen. In Wirklichkeit aber stehen auch andere Personen, die Arbeiter auch. Gelder werden auch lückenhaft bezahlt. Das fließt nicht dem Staat zu, sondern das geht in die direkte Taschen, also Schwarzarbeit. Fast jedes Ladengeschäft macht es. Fast jedes. Das sind meine persönlichen Erfahrungswerte. Ich war dabei. Ich habe mir das angeschaut. Ist eigentlich ein Wahnsinn. Und diese Schwarzarbeit, das ist das eine Problem. Das andere Problem, so gesehen, Sonntagsöffnungszeiten. Unter dem Vorgaukeln, dass Żabka eine Postfiliale führt. Klar, man sollte auch Post annehmen. Man kann auch vielleicht eine Kohle verkaufen, als Kiosk Beispiel. Aber dabei werden auch Lebensmittel und andere Sachen mitverkauft. Das hat Żabka für sich so gesehen erworben. Und die Franchisenehmer, die armen Hunde, wie man so sagt, die für 67 Cent arbeiten müssen, überlegt man sich, 67 Cent? Das ist Wahnsinn. Die müssen am Sonntag stehen, die dürfen nicht bei ihrer Familie sein. Nein, nein, sind verpflichtet, da zu stehen. In welcher Welt leben wir? Schwarzafrika. Ist das vielleicht Schwarzafrika, Polen? Wenn du einmal Polen rüberfährst, bist du in Afrikaland. Oder gehört Polen zur Europäischen Union, wo auch Menschen wie Menschen behandelt werden, wo sie nicht jedes Wochenende sich an Tresen platzieren müssen. Nur weil sie einen, in Anführungszeichen, legalen Vertrag abgeschlossen haben. Es ist die Aufgabe, die ich mir stelle. Und wie viele andere, die ehemaligen Franchisenehmer aus Bielsko-Biała, wir haben auch Minister von der Partei zusammen, Rasen, die sich dafür engagieren. Es ist die Aufgabe dieser Lücke im Gesetz. Es ist nicht einmal eine Lücke, es ist eine geschaffene, künstlich geschaffene Lücke für gewisse Parteifunktionäre, die davon Wert schöpfen, dass wir die schließen. Und auch die Menschen, es ist zwar gut für die Menschen, dass sie am Sonntag was einkaufen können zwischendurch, aber es erfüllt nicht das Gleichheitsprinzip. Dann erfüllt es auch nicht die Norm der menschlich Vertretbaren, weil man kann keinen Menschen zur Arbeit am Sonntag zwingen aufgrund einer Vertragshandlung. Die muss auch entsprechend bezahlt werden und nicht mit 67 Cent vergütet. Sei es drum, sind es vielleicht 5 Euro. Normalerweise bekommen die Leute 25 Slots, das sind 6 Euro. Und die bekommen sie sofort auf die Hand. Das geht nirgendwo in Eintragung.
Das wird nirgendwo vermerkt. Ob der eine gearbeitet hat oder zwei oder drei. Und die Arbeitsaufsicht kann auch nicht überall sich einschalten. Diese Fälle sind massenhaft gegeben. Und das Poznaner Unternehmen, das macht, was es will. Also mit Sitz in Poznan. Das sind die Amerikaner. Investmentgruppe. In Deutschland gibt es solche Parallelwelten nicht. In Polen schon. In Polen kann man fast alles machen, was man will, so gesehen. Bei einem Unternehmen mit 500 Millionen Reingewinn im Jahr. Halbe Milliarde Reingewinn. Natürlich, mit 9000 Geschäften, eine Kette. Die Leute müssen um 6 Uhr anfangen. Die Chefin ist auch dabei. Oder jemand anders fängt an. Man muss auf alles aufpassen. Man hat die Verantwortung, die dahinter steckt. Ist alles dabei. Klar, und die Manager, die drücken nach, die sagen, kauf dieses Produkt, das ist neuartig, ohne dass es irgendwelche, sag ich mal, markttechnisch eingeführt worden ist, ohne dass da schon resultativ was zu sehen ist, dass da auch tatsächlich davon das gewinnbringend ist. Trotzdem müssen die Menschen machen. Ich werde das Ganze noch einmal in Ukrainisch übersetzen, auch meine Erfahrung in direkter Weise übersetzen, auch wie man als Arbeiter behandelt wird. Nach Inventar wird den Leuten Geld abgezogen von den Chefs. Ich habe das Ganze der Arbeitsaufsicht weitergegeben. Man muss sich das mal überlegen. Die Leute verdienen schon ein Minimum. Und man nimmt ihnen, die Chefs nehmen das Geld noch weg. Und was droht den Chefs? Schon 5.000 Leute. Was ist das schon? Maximal bis zu 30.000 bei vielen Umständen. Sie kaufen der Aussage, die ich bekommen habe, die Leute haben selbst Angst, das Ganze nach außen zu strahlen. Weil sie sind ja weiter in der Sekte Żabka eingebunden. Sonst bekommen sie keine Prämien. Sie werden geblockt. Ihnen nimmt man die Ladengeschäfte weg. Sie wollen sich ja weiterentwickeln. Sie denken sich, dass sie sich weiter damit entwickeln. Arbeiten bis zu 12 Stunden. Bekommen Schwarzgeld am Sonntag. Zentrale Żabkas. In Wrocław als Beispiel. Breslau, ehemals deutsch genannt. Ihnen zieht man Geld ab, solidar, auf alle umverteilt. Jeweils 300 Leute von jedem zieht man ab. Ha, schön, oder? Von jedem. 300 Leute zieht man ab. Die Leute sind still, leise, weil sie Angst haben, ihre Arbeitstätigkeit zu verlieren. Sind ja irgendwo auch eingebunden an ihre Arbeit, an ihre Familie. Haben auch Verantwortung. Dann arbeiten Sie am Sonntag unter Vorlage. Sonntagsarbeit ist auch so ein Bestandteil. Man darf am Sonntag Arbeiter einstellen, wenn man vorlegen kann, dass man auf dem Markt was einkauft, was in Wirklichkeit nur mit einer immer wieder neu ausgestellten Vorlage von 2 Bananen gekauft auf dem Markt, also Vorlage in Schrift, schon erfüllen kann. Nicht schlecht. Also man muss nicht den halben Bestand von einem Lebensmittelmarkt aufkaufen. Nein, das reicht vollkommen, wenn man nur ein bisschen 2 Bananen kauft, 1 Banane. Hauptsache man hat ein Zettelchen, wo man was vorlegen kann. Schön. Nepper, Schlepper und Bauernfänger. In reinster Art und Weise. Die Leute sind still, klar. Manche sagen, wir haben jemanden im Vorstand. Klar, dass sie sich da nicht aufrufen. Und auch wahrscheinlich viele überall sich ganz leise verhalten. Auch die Gesundheitspässe werden einfach schwarz erworben. Einfach so. Schön, oder? Und wo schaut die polnische Regierung, die Aufsichtsbehörden, wo schauen die hin? Keine Anzeige, alles schön gut. Überlegt man sich. Man arbeitet mit Lebensmitteln. Das Gesundheitsamt oder die Ärzte, die gesundheitliche Attestierungen machen, brauchen das gar nicht auszustellen. Der Manager oder der Chef geht hin, holt die Papiere, gibt es eine Arbeit in der Hand. Viele arbeiten auch schwarz, ohne sonst was. In den meisten Żabkas. Man braucht nur genau hinschauen. Besonders die frisch sich eröffnen. Da braucht die Arbeitsaufsicht nur hinfahren und die Leute mitnehmen. Die Manager, wie gesagt, wie ich im Vorteil gesagt habe, ausgesprochen habe, die führen die Leute so gesehen in die Abhängigkeit rein.
sind so Faktoren. Das sind Faktoren eines Wirtschaftsmodells, welches in sich geschlossen ist, einer Sektenbildung gleicht, weil die Leute alle im Geheimen arbeiten, still sind. Da muss viel Nacharbeit durch die jetzt in Kraft tretende Regierung, was die geschäftliche Brisanz oder die Auslegung des Geschäftsmodells Schabke betrifft, nachgearbeitet werden. Auch die Sicherheit der Franchise-Nehmer ist in keinster Weise geregelt in Polen, gesetzlich geregelt, also nur vertraglich geregelt. Die sind so gesehen abhängig. Das Steuermodell, das Last auf ihren Schultern. Aber das wird den Leuten im Vorfeld nicht gesagt. Genauso wie bei den Zigaretten. Sagt man nicht, dass man Krebs hat, schreibt man nicht drauf, muss die Sanktionswirkung zurückfallen auf das Unternehmen. Und das gehört auch in reinster Weise, unabhängig, wo sich die Menschen dann weiter absetzen. Die Menschen, die dahinter stehen, müssen auch als Person direkt zur Haftung verlangt werden. Die Manager, die Aufsicht, das Aufsichtsgremium, auch der Geschäftsführung, muss so gesehen persönlich in direkter Weise zur Haftung verlangt werden. Durch die staatliche Funktionalität eines Landes, welches sich von Russland ja abgrenzt. Er sagt, wir sind anders als Russland. Wir sind konstruktiv anders als Russland. Wir sind Polen. Aber in Wirklichkeit, was ist Polen? Was wir jetzt an Żabka sehen, ist bestimmt nicht das Polen, was in Bestimmung fallen sollte. Bestimmung des menschlichen Zwischeneinanders, der Art, mit Menschen umzugehen. Überlegt man sich, da kommt ein Ukrainer hin, eine Ukrainerin ist eine Franchise-Nehmerin, der möchte Wasser kaufen. Sie verkauft ihm nicht nach Geschäftsschluss Wasser. Wasser, nicht Wodka, Wasser. Weil man würde ja unter Sanktion fallen. Wasser bekommt man nicht einmal. Was ist das für ein Unternehmen? Das Niederste, was man sehen kann, ist eigentlich Żabka. Was Niederträchtigeres habe ich auch nicht erfahren. Man spricht die Ausländer in Deutschland, die Türken und so weiter, die Araber, die alles hin und her mogeln. Klar, viele mogeln. Aber die stehen ja alle so gesehen unter Sanktionswirkung. Hier bei vorliegendem Modell stehen die ganzen, das ganze Konstrukt steht so gesehen legal da. Und das ist eigentlich das Tragische dabei. Die Legalwirkung, die auf das Unternehmen Żabka zurückfällt, sollte eigentlich nicht sein. Es ist beschämend für die polnische Regierung, dass sie überhaupt dieses Konstrukt zugelassen hat auf dem Markt. Schaut euch selbst an, macht euch ein Bild. Ich versuche so viele Menschen, wie es geht, an mein Material zu binden. Weitere Reportagen, auch von Jan Spewak, die volle Reportage werde ich zur Schau bringen. Auch meine Erfahrungen in direkter Weise, auch die Menschen, welche sich durch das Unternehmen Żabka benachteiligt fühlen oder Menschen, die einen Hinweis darauf geben, wie die Abläufe sind, bekommen dieses Video, bekommen Platz im Videomaterial. Und auch den Ukrainern, wie den Russen, damit auch in Russland das ausgestrahlt wird, wie in Wirklichkeit die Entwicklung sich zeigt, in einem nach außen, in Anführungszeichen, lebenden, wohlständigen Europa. Scheinbar ist Polen immer noch Drittland, nicht europäisch, solidar, gemeinschaftlich, als ein Teil zu sehen. Schade. Ich hoffe, ich kann mit dieser Reportage und Sie können sich dem anschließen und den gewinnstrebenden, rücksichtslosen, vorteilnahmeorientierten Management des amerikanischen Investmentbringers oder des Investors Einhalt gebieten. Ich bedanke mich und hoffe, wir sehen, Sie schauen meine weiteren Reportagen, was Żabka betrifft, an. Manche werden Ukraine
ukrainisch, russisch abgefasst sein. Ich versuche das Ganze meistens russisch zu formulieren, damit auch die in Deutschland lebenden Russen sehen, was Europa den Menschen in Wirklichkeit vorsetzt. Oder welche Gangart es rein nach dem Sozialprinzip. Sozialprinzip ist ein wichtiges Prinzip in unserer Gesellschaft. Was ist nach dem Sozialprinzip in Polen erlaubt? Wo ist da was Soziales? Ich glaube kaum. Besonders die Reportage, wo die Dame sich bei Jan Spewak ausholt, die 5 Jahre bei Schabka tätig war, wird sie überzeugen, hier uns zu unterstützen. Ich bedanke mich.